Bruce Marshall, Jean-Marie Vianney, der Pfarrer von Ars. Vorbemerkung. Die Geschichte des Pfarrers von Ars erzähle ich für junge Menschen. Ich stütze mich auf den Bericht, den Monsignore Francis Trochard in seinem Werk L'Écurie d'Ars gesammelt hat. Bruce Marshall stammte aus Schottland und war um 1920 katholisch geworden. Er interessiert sich deshalb für das Leben der Heiligen. In Jean-Marie Vianney hat er eine ganz besondere Gestalt des Heiligen gefunden, denn dieser Pfarrer von Ars bewirkte nicht nur eine große Zahl von Wundern, sondern er war selbst ein Wunder. Einen solchen Seelenhirten bringt die Kirche nur alle 1000 Jahre hervor. Erstens der schwere Weg nach Ars. Jean-Marie Vianney ist der Held oder besser der Heilige dieser Geschichte. Er wurde am 8. Mai 1786 in Dardilly geboren, was ein Dorf in der Nähe von Lyon ist. Sein Vater Mathieu Vianney war Bauer. In der Familie gab es bereits drei Kinder: Catherine, Jean-Marie und François. Nach Jean-Marie sollten noch zwei weitere folgen: Marguerite und noch ein François, der den Spitznamen Junior bekam. Jean-Maries Eltern waren fromme Christen, deshalb wurde das neugeborene Baby schon wenige Stunden nach der Geburt in ein Tuch gewickelt und im Ort dem Pfarrer zur Taufe gebracht. Es war ein ungünstiger Zeitpunkt, damals in Frankreich geboren zu werden. Noch ungünstiger war es weltlich gesehen, in dieser Zeit fromme Christen zu Eltern zu haben. 3 Jahre später, nämlich 1789, brach in Paris die Französische Revolution aus. Adlige und Priester wurden ermordet, Kirchen geplündert und die Kathedrale von Notre-Dame in einen Tempel der neuen Göttin der Vernunft verwandelt. Gerade wie mehr als 100 Jahre später, das Russische und das Spanische, war das französische Volk dem Irrtum verfallen, zu glauben, wenn so viele Christen als falsche Christen leben, müsse das Christentum selbst etwas Falsches sein. Zunächst wurden nur in den großen Städten des Nordens die Priester verfolgt, deshalb konnte die Mutter, als Jean-Marie 4 Jahre alt war, ihn mit zur Messe nehmen. Obwohl er noch ein ganz kleiner Junge war, zappelte er nicht und schaute sich nicht um. Seine Augen waren einfach auf den Altar gerichtet. Im November 1790 jedoch holte die Pariser Revolution zu einem Schlag gegen die Geistlichen im ganzen Lande aus. Es war ein Gesetz verabschiedet worden, das der zivile Status der Geistlichkeit hieß. Danach waren nur die Priester berechtigt, die Messe zu halten, die eine Erklärung unterschrieben hatten, in der die Herrschaft des Staates auch in geistlichen Fragen anerkannt wurde. Der Priester, der die Unterschrift verweigerte, sollte verhaftet und in den nächsten 24 Stunden hingerichtet werden. Auf dem Lande rings um Lyon wurde das Gesetz erst langsam durchgeführt. Doch als es schließlich geschah, packte den Pfarrer von Dardilly, den Abbé Rey, ein furchtbarer Schrecken und er unterzeichnete. Später widerrief er seine Unterschrift und floh nach Italien. Da er bald durch einen anderen und gefügigen Priester ersetzt worden war, blieb die Kirche von Dardilly weiterhin geöffnet. Als die Viennese das erfuhren, waren sie überzeugt, es sei ein Unrecht, dort zur heiligen Messe zu gehen. Doch selbst wenn in Dardilly ein papsttreuer Priester die heilige Messe gelesen hätte, wäre die Familie Vianney nicht mehr lange zur Kirche gegangen. Im Jahre 1793 wurde in Lyon die Guillotine aufgestellt und die Priester, die unterzeichnet hatten, mussten ebenso damit rechnen, ihre Köpfe unter dem Fallbeil fallen zu sehen, wie die anderen, die es nicht getan hatten. Aber die Verweigerer ließen sich keine Angst einjagen. Als Bauern verkleidet und mit Werkzeug ausgerüstet, damit sie für Arbeiter oder Handwerker gehalten wurden, gingen diese Priester von Hof zu Hof, feierten dort die heilige Messe und spendeten unerkannt die Sakramente. Solche Messen besuchten jetzt die Vianneys und ihre Kinder. Von den 4 Geistlichen, welche die Familie betreuten, sah Jean-Marie am häufigsten den Abbé Grobos. Sein Mut machte großen Eindruck auf den kleinen Jungen und er wollte ihn nachahmen. Als er im Alter von 7 Jahren mit seiner kleinen Schwester die Herden seines Vaters hüten musste, fing er an, den anderen Kindern, die auch die Schafe ihrer Eltern auf die Weide trieben, Predigten zu halten. Seid gut, liebt Gott, pflegte er ihnen zu sagen, und seid freundlich zu den Tieren, die euch anvertraut sind, fügte er hinzu, denn auch sie sind von Gott erschaffen worden,
Es ist eine Sünde, sie zu quälen oder sie schlecht zu behandeln. Im Jahre 1797, mit 11 Jahren, legte Jean-Marie dem Abbé Grobos unter der Küchenuhr des Bauernhauses zu Dardilly die erste Beichte ab. Danach wurde er zum heimlichen Katechismusunterricht bei 2 Nonnen geschickt, die sich als Laien ausgaben und weltliche Kleidung trugen. Auch seine Erstkommunion wurde heimlich begangen, zusammen mit 16 anderen Kindern. Er war 13 Jahre alt. Und zwar im Wohnzimmer eines Hauses in Écully, bei geschlossenen Fensterladen, damit die Kerzen auf dem behelfsmäßigen Altar nicht von außen zu sehen waren. 2 Jahre später aber konnte Jean-Marie seine Religion offen und furchtlos ausüben. Am 9. November 1799 machte Napoleon Bonaparte, der jetzt Frankreich als erster Konsul regierte, der Verfolgung ein Ende und die Kirche zu Écully öffnete wieder ihre Pforten. In der Kirche von Dardilly wurde aber erst zu Fronleichnam im Jahre 1802 mit dem Abbé Bayet als neuem Pfarrer wieder die Messe gefeiert. Jean-Marie, jetzt 16 Jahre alt, arbeitete von morgens bis abends auf dem Hofe seines Vaters. Er pflügte, säte, erntete und schnitt die Reben. Obwohl er die Arbeit seiner Hände jede Stunde vor Gott brachte, fühlte er sich nicht glücklich. Ihn verlangte es, Priester zu werden. Zuerst wollte sein Vater nichts davon hören. Er sei kein reicher Mann, sagte er, er brauche alle Hilfe, die seine Söhne ihm leisten könnten. Er hatte gerade wieder Geld zusammengekratzt, um einen Ersatzmann zu bezahlen, der anstelle des älteren François den Militärdienst ableistete. Noch mehr Geld habe man für Katharines Mitgift auftreiben müssen. Für Jean-Maries Studium sei kein Heller mehr übrig. Seine Mutter brauchte 2 Jahre lang, bis sie ihrem Mann die Zustimmung abgebettelt hatte. Damals war Jean-Marie beinahe 20 Jahre alt. Wegen der aufgehetzten Zeit hatte er nicht viel mehr gelernt als Lesen und Schreiben. Er konnte kein einziges Wort Latein. Nach kurzem Zögern erklärte sich Abbé Bayet bereit, ihn als Schüler in das Seminar aufzunehmen, das er von sich aus in seinem Pfarrhaus zu Écully eingerichtet hatte. Doch von Anfang an haperte es bei Jean-Marie mit dem Latein und die anderen Schüler, die erst 11 oder 12 Jahre alt waren, lachten vergnüglich über seine Schnitzer und zogen ihn seiner Dummheit wegen auf. Eines Tages verlor ein Junge, der ihm beim Lernen zu helfen versuchte, angesichts von Vianneys Dummheit die Geduld und ohrfeigte ihn im Beisein aller übrigen Schüler. Statt zurückzuschlagen, sank der junge 21 Jahre alte Jean-Marie vor dem 12-jährigen Knaben in die Knie und bat ihn, ihm zu verzeihen, weil er so langsam im Geiste sei. Der Junge hieß Matthias Loras. Er war fassungslos und schämte sich sehr, weshalb er in Tränen ausbrach. An diesem Tage wurde ein Liebesband zwischen Frankreich und Amerika geknüpft. Denn die Vorsehung bestimmte Matthias Loras in der Folgezeit, Bischof von Dubuque im Staate Iowa zu werden. Aber Demut lehrt keine lateinischen Wörter. Oder vielleicht doch? Jean-Marie war verzweifelt. Würde er je imstande sein, den Unterschied zwischen C und Ipse von selbst herauszufinden? Er suchte Hilfe beim Himmel. Er bettelte sich zu Fuß nach Louvesque durch und betete vor dem Schrein des heiligen François Velay um die Gnade, genügend Latein zu verstehen, damit er endlich Theologie studieren könne. Dann wanderte er die 60 Kilometer nach Écully zurück. Die Gnade wurde ihm gewährt und während der beiden folgenden Jahre machte er ein paar Fortschritte. Dann stellte sich ein neues Hindernis in den Weg. Kurz nachdem er unter dem Namen Baptiste verspätet gefirmt worden war, wurde Jean-Marie zum Militär einberufen. Um Napoleons Kriege stand es schlecht und der Kaiser, das war er inzwischen geworden, zog alle Soldaten ein, die er kriegen konnte. Für gewöhnlich wurden die Seminaristen vom Militärdienst befreit, aber der Abbé Bayet, wohl weil Jean-Marie als Seminarist eine ziemlich merkwürdige Erscheinung war, hatte vergessen, ihn bei der bischöflichen Behörde eintragen zu lassen. Das Militäramt blieb hart.
Jean-Marie musste entweder einen Ersatzmann stellen oder aber Soldat werden. Es fand sich tatsächlich ein Ersatzmann, aber der zog im letzten Augenblick seine Zusage zurück. Der Drill auf dem Kasernenhof zu Lyon zermürbte Jean-Marie noch schneller als die lateinischen Zeitwörter, und schon nach ein paar Tagen kam er ins Lazarett. Als die Rekruten zur feldmäßigen Ausbildung nach Roanne verlegt wurden, war er noch zu schwach, um mit den anderen zu marschieren, also wurde er auf einem Trosswagen mitgefahren. Kaum war er in Roanne angekommen, musste er abermals ins Lazarett wandern. Zu Beginn des neuen Jahres war das Bataillon fertig ausgebildet und sollte am 6. Januar nach Spanien ausrücken. Jean-Marie, obwohl noch nicht ganz gesund, erhielt den Befehl, sich bei der Truppe zu melden und am 5. Januar in der Schreibstube eines Hauptmannes Blanchard seine Marschpapiere abzuholen. Auf dem Wege dorthin ging er in eine Kirche, um zu beten. Er blieb zu lange darin und fand die Schreibstube geschlossen. Als er am folgenden Morgen wieder hinging, waren die anderen bereits abmarschiert. Nachdem er den Soldaten zweiter Klasse Vianney gehörig angefahren hatte, händigte Hauptmann Blanchard ihm den Marschbefehl aus und empfahl ihm, sich ein bisschen zu beeilen, um den Truppenteil einzuholen, wenn er nicht mit Handschellen angetan in einem Kerker landen wolle. Seinen Tornister auf dem Buckel machte sich Jean-Marie auf den Weg über die Landstraßen. Er betete dabei seinen Rosenkranz und flehte zu unserer lieben Frau, ihn davor zu bewahren, sich zu verlaufen und ihm größere Eile zu gewähren in seinen harten, schweren Stiefeln. Seine Bitte wurde nicht erhört. Vielleicht war zu jener Zeit das, was des Kaisers ist, von dem, was des Mammons ist, kaum zu unterscheiden. Statt seiner Kompanie holte Jean-Marie einen jungen Mann ein, der wie ein Bauer gekleidet war. »Du siehst mir nicht aus wie einer, der auf Soldatenspielen versessen ist«, sagte der Bauer, als Jean-Marie Vianney ihm seine Geschichte erzählt hatte. Noch weniger fühlte Jean-Marie sich als Soldat, aber dennoch war er Franzose und entschlossen, seine Pflicht zu tun, mochte sie auch noch so unangenehm sein. Es muss dem Bauern schwer gefallen sein, ein Lächeln zu unterdrücken, als Jean-Marie das äußerte. Denn er selbst war ein Fahnenflüchtiger und hatte nicht die geringste Absicht, zur Fahne zurückzukehren. Dummerweise schloss sich Jean-Marie dem Deserteur an, der ihn im Schutze der Dunkelheit mit Absicht in die falsche Richtung führte, weshalb Jean-Marie, als der Morgen graute, ebenfalls fahnenflüchtig werden musste. Zu Viannes Glück war der Krieg gegen Spanien vielen Franzosen verhasst. Zu denen, die Napoleons Eroberungssucht empörte, gehörte auch Paul Fayot, der Bürgermeister eines kleinen Dorfes namens Noé. Er und dessen Cousine Claudine Fayot hatten Mitleid mit Jean-Marie und hielten ihn versteckt. Während der nächsten beiden Jahre verdiente sich der Deserteur Vianney seinen Lebensunterhalt durch Feldarbeit und durch Schularbeit, indem er Dorfkindern das Lesen und Schreiben beibrachte. Natürlich musste er vorsichtig sein und durfte sich nicht viel in der Öffentlichkeit zeigen, deshalb konnte er sonntags nicht zur Messe gehen. Einmal kam wirklich Feldpolizei nach Noes und durchsuchte alle Häuser nach Fahnenflüchtigen. Jean-Marie wäre beinahe entdeckt worden, als die Hesche auf dem Speicher mit ihren Seitengewehren in dem Heuhaufen stocherten, in dem er sich versteckt hatte. Als es den Anschein hatte, Jean-Marie müsse den Rest seines Lebens in Noes verbringen, zeigte sich ein glücklicher Ausweg. Um Napoleons Feldzüge stand es wieder besser, und anlässlich seiner Hochzeit 1810 mit der Erzherzogin Marie-Louise ordnete Napoleon volle Straffreiheit für die Fahnenflüchtigen an. Damit war Jean-Marie allerdings nicht vom Militärdienst befreit, sondern der Befehl meinte lediglich Straffreiheit für seine Flucht. Er hätte ins Lager zurückkehren müssen, wenn nicht sein junger Bruder François Cadet sich bereit erklärt hätte, den Zeitpunkt seiner Einberufung vorzuverlegen und den Militärdienst für Jean-Marie abzuleisten. So nahm Jean-Marie im Jahre 1811 Abschied von seinen Freunden in Noes zu seiner Familie nach Dadihi zurück. Doch die Freude über seine Heimkehr wandelte sich bald zu tiefer Trauer,
denn wenige Wochen später starb seine Mutter. Jean-Marie war jetzt fast 25 Jahre alt und musste für die Priesterweihe erst noch ein Jahr Philosophie und 2 Jahre Theologie studieren. Während seines Aufenthaltes in Noes hatte er jedoch von seinem kläglichen Latein das meiste wieder vergessen, und so blieb ihm nichts übrig, als nochmals für fast 18 Monate nach Écully ins Pfarrhaus des Abbé Bayet zurückzukehren, um dort zusammen mit 11- und 12-jährigen Jungen seine Deklinationen und Konjugationen zu üben. Als Abbé Bayet ihn schließlich für vorbereitet genug zum Philosophiestudium hielt, war er 26 Jahre alt und damit beträchtlich älter als die anderen Schüler des Proseminars zu Verrières bei Montluçon. Auch war er viel beschränkter als sie. Nicht nur stand es mit seinem Latein sehr schlecht, weshalb er in Philosophie auf Französisch unterrichtet werden musste, sondern sogar auf Französisch schienen die einfachsten Regeln der Logik seinen Verstand zu übersteigen. Nur mit genauer Not gelang es ihm durchzuschlüpfen. Im Seminar Saint-Irénée zu Lyon jedoch wurde den kümmerlichen Studenten kein französischer Sonderunterricht in Theologie erteilt. Entweder konnte man Latein oder man konnte es nicht. Jean-Marie Baptiste Vianney konnte es nicht. Als er die Fragen des Lehrers nicht einmal verstehen konnte, wurde ihm gesagt, er sei zu dumm, um Priester zu werden, und er wurde aufgefordert, das Seminar zu verlassen. Also ging der arme, unglückselige Jean-Marie wieder zurück nach Écully und erkundigte sich beim Abbé Bailly, ob für ihn eine Möglichkeit bestehe, als Laienbruder angenommen zu werden. Zum Glück war Abbé Bailly nicht der Mann, eine Sache kampflos aufzugeben. Er war überzeugt von Jean-Marie, er war wirklich berufen und würde einen ausgezeichneten Priester abgeben. Man musste nur ein wenig Geduld haben, und die hatte der Abbé Bailly vollauf. Er überredete den Rektor von Saint-Irénée dazu, Jean-Marie noch eine Möglichkeit zu geben, und 3 stramme Monate hindurch nahm er sich den jungen Vianney gesondert vor und hämmerte ihm Theologie ein, indem er sie zuerst auf Französisch erklärte und dann auf Latein wiederholte. Von Hoffnung erfüllt kehrte Jean-Marie ins Seminar zurück, um sich der Prüfung für das Subdiakonat zu unterziehen. Aber wiederum begriff er nicht einmal die lateinisch gestellten Fragen des Lehrers, und es wurde ihm mitgeteilt, die Erzdiözese von Lyon könne ihn nicht als Kandidaten für die Priesterweihe annehmen. Indessen wurde ihm freigestellt, seine Dienste an anderer Stelle anzubieten, wenn er einen Bischof zu finden vermöchte, der bereit sei, ihn zu nehmen. Diesmal wäre die Entscheidung wohl endgültig gewesen, wenn ihm nicht unerwartet Hilfe von hochgestellter Seite zuteil geworden wäre. Der Abbé Grobos, der Jean-Marie auf seine Erstkommunion vorbereitet hatte, war inzwischen Sekretär der bischöflichen Kanzlei geworden. Als er von Jean-Maries Missgeschick erfuhr, setzte er sich mit dem Abbé Bayet in Verbindung und sie gingen zusammen zum Generalvikar, um mit ihm zu verhandeln. Nach 15 Revolutions- und Kriegsjahren, so führten sie aus, leide die Erzdiözese bitter unter Priestermangel und heiligmäßige junge Männer wie Jean-Marie Baptiste, ungeachtet seines mangelhaften Lateines, wuchsen nicht gerade auf den Bäumen. Ihre Überlegungen machten Eindruck auf den Generalvikar und er fand sich bereit, Jean-Marie noch einmal gesondert zu prüfen, und zwar auf Französisch wie auf Lateinisch. Diesmal gab der Kandidat vernünftige Antworten, freilich nicht ganz so gute. Deshalb wollte der Generalvikar die Verantwortung nicht allein auf seine Schultern nehmen. Der Fall wurde dem ersten Großvikar unterbreitet, der die Erzdiözese verwaltete, solange sich der Kardinal in Rom in der Verbannung befand. Der erste Großvikar stellte nur 3 Fragen. Ist Jean-Marie Baptiste Vianney fromm? Verehrt er die Gottesmutter? Kann er seinen Rosenkranz beten? Die Antworten lauteten natürlich ja. Jean-Marie Baptiste Vianney ist das eine, tut das andere und das dritte kann er. In diesem Falle nehme ich ihn, sagte der erste Großvikar. Die Gnade Gottes wird ein Übriges tun. So wurde am 2. Juli 1814 am Fest der Maria Heimsuchung und der heiligen Märtyrer Processus und Martian Jean-Marie Vianney vom Bischof von Grenoble in der Kathedrale von Saint-Jean zum Subdiakon geweiht.
Ein weiteres Jahr lang genoss Jean-Marie Sonderunterricht beim Abbé Bailly in Écully und am 23. Juni 1815 wurde er, wiederum vom Bischof von Grenoble, zum Diakon geweiht. Unter gewöhnlichen Umständen hätte er nochmals ein Jahr auf die Priesterweihe warten müssen. Doch Jean-Marie war bereits 29 Jahre alt, daher wurde seine letzte kanonische Prüfung vorverlegt. Sie fand wiederum im Pfarrhaus zu Écully statt. Jean-Marie bestand sie zwar, aber seine Antworten in der Moraltheologie schienen die Prüfer nicht recht zu befriedigen, denn sie empfahlen, die Erlaubnis zur Abnahme der Beichte solle ihm noch für einige Monate entzogen bleiben. Da die Abdankung Napoleons und seine Verbannung nach der Insel Elba die Lehrgänge des Seminars unterbrochen hatten, war Jean-Marie in diesem Jahr der einzige Priesterkandidat und musste deshalb zur Weihe nach Grenoble geschickt werden. Offenbar sollte ihm bis zuletzt nichts erspart bleiben. Er musste mehr als 60 Kilometer durch ein von österreichischen Truppen wimmelndes Gebiet zurücklegen, die ihn beschimpften und verhöhnten. Als er schließlich in Grenoble anlangte, bereiteten ihm die Geistlichen des Seminars einen kühlen Empfang. Sie gingen sogar so weit, sich in Jean-Maries Anwesenheit beim Bischof zu entschuldigen, weil sie ihn mit einer so unwichtigen Sache belästigten. Jean-Marie hielt seine Weihe für keine unwichtige Sache. Erst im Himmel werden wir verstehen, was ein Priester ist, sollte er viele Jahre später von seiner Kanzel rufen. Wenn wir es schon auf Erden verstehen würden, müssten wir sterben, nicht vor Entsetzen, nein, nein, vor Liebe. Auch der Bischof hielt es nicht für unwichtig. Es ist niemals eine Belästigung, einen guten Priester zu weihen, sagte er kalt zu seinen Geistlichen. Dann wandte er sich um und schenkte Jean-Marie ein gütiges Lächeln. Es waren an dem 13. Sonntag nach Pfingsten des Jahres 1815 keine Verwandten oder Freunde zur Stelle, die Jean-Maries ersten priesterlichen Segen vom Altar hätten entgegennehmen können. Und am nächsten Tage, der Vigil von Maria Himmelfahrt, feierte er an einem kleinen, frostigen Altar ohne jeden Blumenschmuck seine erste Messe, der niemand beiwohnte, während gleichzeitig zwei österreichische Feldgeistliche rechts und links neben ihm zelebrierten. Dann ging er, von den österreichischen Soldaten wegen seiner schäbigen Soutane verspottet, zu Fuß wieder zurück nach Écully. Doch Abbé Bailly hatte dort gute Nachrichten für ihn. Damit der Abbé Vianney das Studium der Moraltheologie bei seinem alten Lehrer fortsetzen könne, hatte der erste Großvikar ihn zum Kaplan in Écully ernannt. Sogleich machte sich der neue Priester eifrig an seine Amtspflichten, er spendete die Taufe, traute die jungen Paare, las die Messe und predigte. Und als er schließlich die Erlaubnis erhielt, Beichte zu hören, war der Abbé Bailly das erste Beichtkind seines neuen Kaplans. Denn Abbé Bailly war ein heiligmäßiger und demütiger Mann und bald wetteiferten er und Abbé Vianney miteinander in Selbstkasteiungen. Abbé Bailly trug ein Unterhemd aus Ziegenhaar. Als Abbé Vianney das merkte, bestellte er sich ebenfalls eines, und zwar ein noch raueres. Für klerikale Gäste war es kaum ein Genuss, im Pfarrhaus zu Mittag zu speisen, wo stets nur Kartoffeln und trockenes Brot auf dem Speisezettel standen und wo nicht Wein, sondern Wasser aufgetischt wurde. Aus Besorgnis um die Gesundheit des Jüngeren verklagte der Pfarrer seinen Kaplan beim Generalvikar wegen übermäßiger Strenge gegen sich selber. Allein der Kaplan hatte bereits seinen Pfarrer angeklagt und die Pfarrkinder hatten sie alle beide angeklagt. Als der Abbé Bailly dem Abbé Vianney befahl, seine beste Hose anzuziehen, wenn er Besuche mache, gehorchte Abbé Vianney zwar, aber er kam in einer schäbigen alten Hose heim, denn unterwegs war er einem Landstreicher begegnet und hatte mit ihm getauscht. Jeder der beiden war bemüht, den anderen unter der weniger zerfetzten Hälfte des Regenschirmes gehen zu lassen, den sie sich teilten, wenn sie bei schlechtem Wetter zum Bild unserer lieben Frau von Flauvière stapften. Vielleicht geschah es bei einem Gang unter dem Schirm, als der Pfarrer seinem Kaplan einmal von der heiligen Philomena erzählte, der kleinen frühchristlichen Märtyrerin,
deren Gebeine zu 15 Jahre zuvor in Rom aufgefunden worden waren. Aber Vianney zeigte später große Verehrung für diese Heilige und errichtete ihr in seiner Kirche einen besonderen Altar. Seine Kunde über sie stammte von Abbe Bailly, das steht fest. Aber wovon sie auch unter dem Regenschirm gesprochen haben mochten, sie konnten sich nicht lange mehr darüber unterhalten. Seit Februar 1817 zwang ein Geschwür am Bein den Abbe Bailly zur Untätigkeit und Abbe Vianney hatte nun ganz allein die Gemeinde zu betreuen. Der Kaplan erfüllte seine Pflichten sehr gut, weshalb die Pfarrkinder von Écully, als Abbe Bailly am Brande starb, eine Bittschrift an die bischöfliche Kanzlei zu Lyon sandten, in der sie ersuchten, den Abbe Vianney zu ihrem Pfarrer zu ernennen. Aber der erste Großvikar meinte wohl, das sei eine zu schwere Bürde für einen neu geweihten Priester, denn er ernannte statt seiner den Abbe Trépied. Abbe Trépied gehörte nicht zu den Geistlichen, die ein härenes Hemd trugen oder sich von stockigen Kartoffeln ernährten. Kaum hatte er die Schwelle des Pfarrhauses überschritten, als er auch schon unverblümt betonte, er gedenke lediglich an den offiziellen Fasttagen fleischlos zu essen. Auf die Dauer muss es dem Abbe Trépied arg zu schaffen gemacht haben, wenn er mit ansehen musste, wie der Abbe Vianney sich von Brot und Wasser ernährte, während er selber gebratene Hühnchen verspeiste und sie mit dem köstlichen Wein dieser burgundischen Landschaft hinunterspülte. Wahrscheinlich bat er die bischöfliche Kanzlei, seinen Kaplan durch einen anderen zu ersetzen, der es ein wenig weniger streng nahm. Jedenfalls ließ im Februar des Jahres 1818 der erste Großvikar den Abbe Vianney zu sich kommen. »Ich ernenne Sie zum Pfarrer von Ars-en-Dombe«, sagte er zu ihm. »In dieser Gemeinde herrscht herzlich wenig Gottesliebe. Ihre Aufgabe soll es sein, sie zu erwecken.« 2. Das heidnische Ars. Ars war ein etwa 20 Kilometer von Lyon entferntes winziges Dorf. Das einzig ansehnliche Haus ringsum war das Schloss Légaré. Die übrigen rund 200 Pfarrkinder, meist kleine Bauern, wohnten in Hütten, die kunterbunt am Hange eines Hügels verstreut lagen. Das Einkommen des Pfarrers belief sich auf rund 1200 Mark im Jahr. Dazu kamen noch etwa 250 Mark an Sporteln für Kindtaufen, Hochzeiten und Beerdigungen. Am nebligen Morgen des 9. Februar 1818 trat Abbe Vianney die Fußwanderung nach seiner neuen Gemeinde an. Sein hölzernes Bett und seine Habseligkeiten sollten auf einem Karren nachgefahren werden. Als er sich in dem hügeligen Gelände verirrt zu haben glaubte, fragte ein Hütejungen nach dem Weg. Er war überrascht zu hören, er befinde sich bereits in der Gemeinde Ars. Sogleich kniete er nieder und betete, und als die vom Kerzenlicht rosig erleuchteten Fenster der Bauernkarten in Sicht kamen, kniete er abermals nieder und betete wiederum. Niemand kam ihm zur Begrüßung entgegen, aber er wollte sich nicht entmutigen lassen. So ging denn der neue Pfarrer erst einmal geradewegs in die Kirche. Sie war ein verfallenes Gebäude ohne Turm und bestand aus einem schmalen Hauptschiff und einer daran gemauerten Sakristei. Sein Vorgänger war vor länger als einem Monat gestorben. Das Tabernakel stand leer, das ewige Licht war erloschen. Er überquerte die Straße, um das Pfarrhaus, ein dreistöckiges Gebäude, zu besichtigen. Im ersten Stock lag ein Esszimmer und dann eine Mischung von Küche, Keller und Kämmerchen. Im zweiten Stock waren drei Schlafzimmer, den dritten Stock bildete der Speicher. Es überraschte den neuen Pfarrer, das Haus so gut eingerichtet zu finden. Als der Abbe Vianney am folgenden Morgen zur Messe läutete, erschienen nur ein paar alte Frauen, und aus der Art, wie sie gedrängt in den hintersten Bänken saßen und miteinander tuschelten, war leicht zu ersehen, weshalb sie gekommen waren. Sie wollten nicht beten, sondern feststellen, wie ihr neuer Pfarrer aussieht. Der Abbe beachtete sie kaum. Er ging in die Sakristei, legte die am wenigsten verschmutzte Albe an, las die Messe zu Ehren der heiligen Scholastiker, stellte das Allerheiligste wieder ins Tabernakel und entzündete das ewige Licht. Am Sonntag war der Andrang natürlich größer, aber wiederum bestand die Gemeinde zum großen Teil aus Neugierigen. Sobald der Pfarrer die Kanzel bestiegen hatte, wurde Gekicher laut
und die Leute stießen einander an. Kaum hatte er zu predigen angefangen, als Gähnen hörbar und sichtbar wurde. Die jungen Burschen zwinkerten den Mädchen zu und die kleinen Kinder liefen im Seitenschiff hin und her. Noch nach dem Credo schlug die Tür immer wieder geräuschvoll hinter Verspäteten zu. Ars unterschied sich merklich von allen übrigen katholischen Pfarren. Selbst als ihr neuer Pfarrer dort zum ersten Male auf der Kanzel stand, hockten die meisten Männer, die nicht gerade auf dem Felde arbeiteten, bereits in den vier Kneipen des Dörfchens. Und noch in der gleichen Nacht raubte ihr trunkener Lärm unter den Pfarrhausfenstern dem AB bis in die frühen Morgen des anderen Tages den Schlaf. Kaum einer der Männer, so fand der Pfarrer bald genug heraus, machte sich auch nur die Mühe, seine österliche Pflicht zu erfüllen. Sogar den Frauen war es gleichgültig, ob ihre Kinder regelmäßig zur Katechismusstunde gingen oder nicht. Und wenn diese Kinder ihre Erstkommunion empfangen hatten, nahmen nur wenige unter ihnen zum zweiten Mal das Sakrament. Der Abbe Vianney erkannte, wie recht der Großvikar gehabt hatte, als er sagte, in Ars herrsche wenig Gottesliebe. Wie sollte er es anfangen, sie zu erwecken? Er begann mit Buße und Gebet. In Écully hatte er wenig gegessen, in Ars aß er fast gar nichts mehr. Er frühstückte überhaupt nicht. Zu Mittag nahm er eine Schale Suppe oder Milch zu sich, für gewöhnlich ohne Brot. Sein Abendessen, sofern es das gab, bestand aus einer Handvoll Salzkartoffeln oder gar aus gekochtem Sauerampfer. Nie rührte er Wein oder Fleisch oder Obst an. Er versagte sich sogar, den Duft der Blumen einzuatmen. Als er erfuhr, die Möbel im Pfarrhaus seien von der Herrin des Schlosses geliehen, schickte er sie allesamt zurück. In das Hemd aus Ziegenhaar, das er vom Abbe Belle geerbt hatte, fügte er noch eiserne Stifte und um die Handgelenke trug er gezackte Armreifen. Jede Nacht geißelte er seinen Leib mit Ketten, bis er von dem Blutverlust ohnmächtig wurde. Er schlief entweder auf Rebranken, die er auf den kalten Steinboden des Kämmerchens gestreut hatte, oder auf dem nackten Holzboden des Speichers mit einem Brett als Kopfkissen. Lange vor Anbruch der Morgendämmerung stand er auf und ging mit einer Laterne zur Kirche hinüber. Dort kniete er in aufrechter Haltung 2 oder 3 Stunden lang auf dem Steinboden des Chores vor dem Allerheiligsten. Lieber Gott, so betete er, während die Tränen ihm die Wangen hinabrannen, wenn du mir nur erlaubst, meine Pfarrkinder zu bekehren, so will ich leiden, so viel du von mir verlangst, mein ganzes Leben hindurch. Ja, in die grausigsten Qualen will ich mich 100 Jahre lang schicken, wenn es denn sein muss, aber bitte, bitte, lass mich meine Gemeinde bekehren. Dann machte er sich daran, die Leute durch Verschönerungen seiner Kirche zum Besuch der Messe anzulocken. Er verpfändete sein kümmerliches Gehalt für den Kauf eines neuen Hochaltares. Er bestellte neue Statuen und Messgewänder in strahlenden Farben. So schäbig er selber gekleidet sein mochte, nie geizte er mit den Ausgaben für das Gotteshaus. Eine alte Soutane verträgt sich sehr wohl mit einer prächtigen Kasel, war seine Antwort, wenn er deswegen getadelt wurde. Danach begann er mit der Belehrung seiner Pfarrkinder. Anfangs kostete das Predigen ihn viel Mühe. Er brauchte manchmal 7 Stunden für eine Predigt. Danach musste er nochmals die gleiche Zeit daran wenden, sie auswendig zu lernen und sie im Pfarrhaus laut aufzusagen. Selbst dann vergaß er oftmals alles wieder, wenn er auf der Kanzel stand. Er musste hinabsteigen und war außerstande, zum Schluss zu kommen. Wenn aber sein Gedächtnis nicht versagte, sprach er mit dröhnender Stimme: »Monsieur le Curé, warum sprechen Sie so leise, wenn Sie beten, und so laut, wenn Sie predigen?« fragte ihn eines Tages eines seiner Pfarrkinder. Der Curé hielt seine Antwort bereit. »Gott ist nicht taub, aber meine Gemeinde ist es«, sagte er. Im Französischen wird ein Pfarrer Curé genannt, weil er den Auftrag hat, die Seelen zu kurieren. Der Abbe Vianney hatte sich fest vorgenommen, die Seelen, die seiner Obhut anvertraut waren, einer gründlichen Kur zu unterziehen. »Wenn ein Pfarrer sich nicht der Verdammnis preisgeben will«, sagte er eines Tages von der Kanzel aus, »so muss er die Achtung der Menschen mit Füßen treten. Es darf ihm nichts ausmachen, wenn er von seiner Herde missachtet oder sogar gehasst wird. Er muss seinen Pfarrkindern die Wahrheit sagen, selbst wenn sie ihn dafür
auf den Stufen der Kanzel totschlagen. Ein Pfarrer, der des Namens würdig ist, muss stets ein Schwert schwingen. Seine Gemeinde gähnte allmählich ein bisschen weniger häufig, und wenn es dennoch jemand tat, nahm er ihn sich auf der Stelle vor. »Ich langweile dich also, wie?« rief er dem Übeltäter zu. »Da kann ich dir nur das eine sagen, du langweilst mich nicht.« Und wenn er merkte, wie wenig seine Worte den Eindruck machten, rief er laut, »Macht nur so weiter, ihr armseligen Tröpfe, aber sagt nicht, ich hätte euch nicht gewarnt. In der Hölle werdet ihr enden, in der Hölle, ihr Freunde, in der Hölle.« Wenn das die Leute nicht sogleich mit Reue und Furcht erfüllte, so hinderte es sie doch wenigstens einzuschlafen. Während sie noch verdutzt dasaßen, traf der Pfarrer abermals ins Schwarze. »Und nicht nur die Schätze des Himmels werdet ihr verlieren«, schleuderte er ihnen entgegen, »sondern die Schätze der Erde ebenfalls. Hat euch das noch niemand gesagt? Die Sünder sterben samt und sonders ohne einen roten Heller in der Tasche.« Diesmal war ihre Furcht ganz offensichtlich, denn die französischen Bauern sind schon immer geldgierig und geizig gewesen. Noch bevor sie sich von ihrem Schrecken erholt hatten, lehnte der Pfarrer sich über die Kanzelbrüstung und verlegte sich zur Abwechslung aufs Betteln. »Kommt jetzt«, sagte er, »wollen wir nicht lieber alle versuchen, in den Himmel zu kommen? Denn dort werden wir Gott von Angesicht zu Angesicht schauen. Wollen wir nicht alle in einer großen Prozession dahin aufbrechen, mit mir, eurem Pfarrer, an der Spitze? Wir wollen doch nicht, wenn einer von uns sich die Tür vor der Nase zuschlagen lässt. Soll ich euch etwas verraten? Neulich hörte ich auf dem Rückweg von Savigneux die Vögel in den Bäumen singen. Da konnte ich nicht anders. Während ich ihnen lauschte, musste ich weinen, weil die Vögel, die Gott zum Singen geschaffen hat, singen. Die Menschen aber, die er geschaffen hat, ihn zu lieben, lieben ihn nicht.« Hoch oben auf seiner Kanzel brach der Pfarrer vor ihrer aller Augen abermals in Tränen aus. Noch waren sie nicht trocken, als er ihnen schon wieder Drohungen zurief. »Nein, nein«, dröhnte seine Stimme, »es hat ja doch keinen Zweck. Ihr seid schon alle in der Hölle angemeldet. Ihr habt eure Fahrkarten schon seit langem bezahlt.« Sonntags auf dem Felde zu arbeiten, so meinte der Pfarrer, sei eine besonders gute Art, sich einen Platz in der Hölle zu sichern. »Wenn ich Leute am Sonntag das Heu einfahren sehe, dann sehe ich sie ihre Seelen in die ewige Verdammnis fahren. Der Sonntag gehört ganz allein Gott, er ist sein unantastbares Eigentum. Mit welchem Recht nehmt ihr euch, was euch nicht gehört? Gestohlenes Gut bringt dem Dieb stets Unglück. Ich kenne zwei ganz sichere Wege ins Armenhaus. Sie heißen Stehlen und Sonntagsarbeit.« Natürlich waren die Sonntagsarbeiter nicht zugegen und konnten somit seine Worte nicht hören, aber der Pfarrer wusste, was die anderen ihnen zutragen würden. Die Besitzer der vier Kneipen waren auch nicht in der Kirche, aber der Pfarrer brauchte kein Mikrofon, um seine Verdammung über das Gelächter und Gläserklingen hinweg laut werden zu lassen. »Das Wirtshaus ist der Kaufladen des Teufels und das Klassenzimmer der Hölle. Dort werden Seelen verkauft, Familien vernichtet, die Gesundheit verdorben, Streit versucht und Morde verabredet.« Das mag ein bisschen stark klingen, aber der Pfarrer hatte seine Gründe und hielt damit nicht hinter dem Berg. »Die Kneipenwirte rauben Frauen und Kindern ihr täglich Brot, indem sie die Trunkenbolde dazu bringen, an einem einzigen Sonntag ihren ganzen Wochenlohn zu versaufen. Ein Priester kann Wirten, welche die Nacht hindurch oder welche Getränke zur Zeit der Heiligen Messe ausschenken, nicht die Absolution erteilen. Tut er es dennoch, so macht er sich der Verdammnis schuldig. Glaubt mir nur, ihr Freunde, mit den Wirten macht der Teufel sich überhaupt keine Mühe. Er verachtet sie und spuckt sie einfach nur an.« Ja, es ist wahr, er ging ziemlich scharf ins Zeug. Noch gröber und deutlicher war er, was er den Leuten über das Tanzen sagte. »Du lieber Himmel, wie kann man nur so dumm sein und annehmen, Bälle seien etwas Harmloses? Bei meinem Seelenheil, sie sind der stärkste Fallstrick des Teufels, um Seelen in die Hölle zu ziehen. Der Teufel«, donnerte der Pfarrer, »umgibt ein Tanzvergnügen so, wie eine Mauer einen Garten umgibt.« Oder er rief, »wer die öffentlichen Tanzstätten besucht, lässt seinen Schutzengel an der Tür zurück. Ein böser Geist tritt an seine Stelle,
und auf dem Tanzboden bewegen sich so viele böse Geister, wie Tänzer da sind. Papa und Mama, obwohl sie doch zu Hause geblieben waren, wurden gleichfalls nicht verschont. Weg mit euch in die Hölle, Väter und Mütter, die ihr eure Kinder zum Tanze gehen lasst. Dort werdet ihr einsehen, wie sehr ihr Gottes Zorn erregt habt. Ich kann euch versprechen, ihr werdet euch dort nicht einmal einsam fühlen, denn bald werden eure Söhne und Töchter euch Gesellschaft leisten. Wiederum scheint es uns vielleicht, der Pfarrer sei ein bisschen zu engherzig. Er selber dachte anders darüber und hatte, wie im Falle der Kneipenwirte, seine Gründe für eine so strenge Redensweise. Während der Revolution war nämlich in Frankreich das neue Heidentum in Schwung gekommen. Daher wurden in Ars die heiligen Feste mit Tanzveranstaltungen anstatt mit Gebeten begangen. Oft wurden die öffentlichen Bälle unmittelbar vor den Mauern der Kirche abgehalten und sie begannen schon am frühen Morgen, während der Pfarrer seine erste Messe las. Das Tanzen hatte bei den Bauern ein großes Übel angerichtet. Es konnte nach der Meinung des Pfarrers auch anderen angetan werden. Der Schlossherrin verbot er nicht nur, in ihren eigenen Wohnzimmern einen Ball abzuhalten, er erlaubte ihr nicht einmal, den Tanz im Hause anderer Leute zuzuschauen. Ein Mädchen hatte bei ihm gebeichtet, im Februar auf einer Hochzeit getanzt zu haben. Es musste bis Himmelfahrt auf die Absolution warten. Wir müssen uns klar darüber sein, was er als Pfarrer von heute tun würde. Er würde uns nicht einmal Ringelreihen oder Häschenhüpf gestatten. Und unsere große Schwester hätte er eines Rumba oder eines Samba wegen an der Kommunionbank übergangen. Der Pfarrer konnte auch keine hübschen Kleider leiden und schon Mousselin erregte seinen Unwillen, wenn er bunt war. Er billigte weder zu viel noch zu wenig an Putz und Kleidung. Krinolinen wurden verdammt, weil sie ihre Trägerin zwangen, seitlich durch eine Tür zu gehen, und die Schlossherrin musste das Bildnis eines Mädchens von der Wand entfernen, weil der Pfarrer dessen bloße Schultern anstößig fand. Vielleicht glaubte man auch immer, er sei zu weit gegangen. Wenn man mich denn festnageln will, ich glaube es auch. Aber wenn wir seine Pfarrkinder in Ars gewesen wären, dann hätten wir ihm dennoch gehorcht. Wir hätten ihm gehorcht, weil wir wussten, er war ein Heiliger. Diejenigen, die um Gottes Willen alles aufgeben, sehen klarer, als wer 7/8 unerfüllt lässt. Sogar heutzutage würden wir ihm gehorchen, denn man kann sich nicht mit einem Mann über Bikinis streiten, der ein härenes Büßerhemd trägt. Und ob wir ihm nun gehorchen oder nicht, der Pfarrer hätte schon dafür gesorgt, wir würden es tun. Königin Victoria regiert in England, pflegte er zu sagen, ich regiere in Ars. Aber England war groß und Königin Victoria musste Polizisten anstellen, die in ihrem Reich umhergingen und ihre schlimmen Untertanen daran hinderten, noch schlimmer zu werden. Ars aber war klein und der Pfarrer konnte sein eigener Schutzmann sein und bald war der Anblick seiner schäbigen Soutane in den Straßen bei den Übeltätern gefürchteter als jeder Helm eines Polizisten. Die Sonntagsarbeiter suchten sich hinter ihren Heufuhren zu verstecken, wenn sie ihm begegneten. Schließlich gaben sie es ganz auf, an Sonntagen das Heu einzufahren, um der Schmach zu entgehen, in aller Öffentlichkeit ausgescholten zu werden. Wenn während seiner Predigt ein Gewitter aufzog, merkte die Gemeinde sehr wohl, wie man eher die Vernichtung der Ernte durch den Regen auf sich nehmen könne, als unter dem zornigen Blick des Pfarrers die Kirche zu verlassen. Eher verprügelten jetzt die Männer ihre Kinder mit dem Besenstiel, wenn sie tanzen gehen wollten, um nicht die Vorwürfe des Pfarrers über sich ergehen lassen zu müssen. Und diejenigen, die dennoch gingen, mussten sich oftmals klar machen, wie er dem Geigenspieler das Doppelte gezahlt hatte, damit er wegbliebe. Die verhinderten Tänzer konnten sich nicht einmal mit einem Gläschen trösten. Der Pfarrer hatte auch die Wirte bezahlt, die Läden geschlossen zu halten. Auf dem Eingangsbogen der neuen Kapelle, die seinem Schutzheiligen Johannes dem Täufer geweiht war, hatte der Pfarrer als äußerste Warnung an die Leichtfertigen einmeißeln lassen. Für einen Tanz musste er mit seinem Kopf bezahlen. Der Pfarrer Vianney kam zu einer Erkenntnis. Er müsste nicht Sonntag für Sonntag die Sünde anbrüllen und ausschimpfen, wenn die Erwachsenen seiner Gemeinde in ihrer Kindheit eine christliche Erziehung gehabt hätten. Während der Revolution war in Frankreich jeder Religionsunterricht unterdrückt worden
und bei der Ankunft des Pfarrers war dort nur die staatliche Schule geöffnet. In der Staatsschule wurde der Unterricht nur im Winter erteilt. Knaben und Mädchen jeden Alters waren dann in einem einzigen Klassenzimmer versammelt und wurden von nur einem Lehrer betreut, denn im Sommer mussten sogar die kleinsten Kinder ihren Eltern auf dem Felde helfen. Mit einer regelmäßigen Katechismusstunde machte der Pfarrer den Anfang. Zunächst wurde sie in der Kirche abgehalten, und zwar an Wochentagen um 6 Uhr morgens, damit niemand sich für sein Fernbleiben entschuldigen konnte, und an Sonntagen mittags um 1 Uhr, damit niemand sich entschuldigen konnte, er habe arbeiten müssen. Er belohnte die Kinder mit Heiligenbildchen, wenn sie pünktlich kamen, und strafte sie mit einem Klaps auf die Backe, wenn sie nicht ordentlich zuhörten. Sonntags kamen oft auch Erwachsene, und wenn alte Damen dabei einnickten, bekamen auch sie einen Klaps. Schließlich sandte er auf eigene Kosten zwei junge Mädchen seiner Pfarre nach Varennes, wo die Nonnen von St. Joseph sie als Lehrerin ausbilden sollten. Mit seinem Anteil an dem Geld, das ein 1819 gestorbener Vater hinterlassen hatte, kaufte er das neben der Kirche gelegene Haus und richtete darin eine Mädchenschule ein. Überaus passend, denn es wurde kein Schulgeld erhoben, war der Name, den diese Schule erhielt. Sie wurde La Providence, die Vorsehung, genannt. Die Väter und Mütter von Ars machten es sich bald zunutze, ihre Töchter umsonst erziehen zu lassen, und die Eltern der Nachbardörfer Misérieux, Savigneux und Villeneuve schickten nach und nach ihre kleinen Mädchen ebenfalls in die Schule. Bald hatte der Pfarrer mehr Schülerinnen, als er unterbringen konnte, und der Speicher musste in einen Schlafsaal verwandelt werden. Aber nach wie vor verlangte er kein Schulgeld. Das Einzige, was er von den Eltern der Mädchen forderte, die in der Schule wohnten, waren Betten, Bettzeug und Nahrungsmittel, das sie ihm schicken sollten. Aber auch damit gab sich der Pfarrer noch nicht zufrieden. Mit der Nächstenliebe muss man zwar daheim anfangen, das wusste er, aber man durfte dort nicht Halt machen, sondern muss auf die Straße und von den Straßen auf die Landstraßen gehen. Die Landstraßen rings um Ars wimmelten zu jener Zeit von elternlosen Kindern, die um ihren Unterhalt bettelten. Auf den Bauernhöfen waren wiederum andere Kinder, die zur Arbeit ausgeschickt waren, obwohl sie dazu weder stark noch alt genug waren. Der Pfarrer nahm sie alle in La Providence auf. Und wenn vor den Pforten der Schule ein Säugling ausgesetzt war, nahm er auch den Säugling auf. Es dauerte nicht lange, da musste der Pfarrer anbauen. Er selber legte mit Hand an bei dem Erweiterungsbau, schleppte Ziegelsteine und rührte Mörtel an für die Maurer. Bald war aber auch der Anbau überfüllt und die Schülerinnen aus Misérieux, Savigneux und Villeneuve, die bislang in der Schule gewohnt hatten, mussten zu ihren Eltern zurückgeschickt werden. Der Pfarrer hatte jetzt die Tagesschülerinnen von Ars und die Waisenkinder von überall her mitgerechnet, 60 Kinder zu unterrichten und die meisten davon noch obendrein zu ernähren und zu kleiden. Das vom Vater überkommene Geld war restlos verbraucht und sein Jahreseinkommen reichte zur damaligen Zeit gerade aus, eine so große Schule eine Woche lang in Gang zu halten. So wenig ihm das gefiel, der Pfarrer musste sich aufs Betteln verlegen und glücklicherweise waren die meisten reichen Leute, bei denen er anklopfte, freigebig. Zumindest bei zwei Gelegenheiten wurde dem Pfarrer von etwas ungewöhnlicher Seite geholfen. Eines Morgens sagte die Köchin zu ihm, auf dem Kornspeicher sei nur noch eine Handvoll Weizen übrig. Die Schlossherrin hatte sich bereits völlig verausgabt und sonst gab es keinen, an den der Pfarrer sich noch rechtzeitig hätte wenden können. Da fiel ihm ein, wie Saint-François Régis von Louvesque ihm bei seinem Latein geholfen hatte, noch im Proseminar, und er fegte alle Körner auf der Mitte des Bodens zusammen und legte eine kleine Statue des Heiligen hinein. Dann ging er hinunter, gebot den Kindern zu beten und betete selber mit ihnen. Als die Köchin wieder auf den Speicher stieg, fand sie ihn voll von Weizen. Sie musste mit der Schulter gegen die Tür drücken, um sie öffnen zu können. Wir sind zunächst geneigt, das Wunder nicht zu glauben. Ich möchte annehmen, auch der Pfarrer hat es nicht geglaubt. Nur heiligmäßigen Männern und Frauen war es gegeben, Wunder zu vollbringen,
Das wusste er. Ein andermal war das Mehl knapp geworden, es reichte nur noch für 3 Laibe Brot. Der Pfarrer wies die Köchin an, es in ein großes Mischgefäß zu schütten und ein wenig Wasser beizugeben. Sogleich begann das Mahl aufzuquellen, und innerhalb weniger Minuten war genügend Teig vorhanden, um 10, 20 Pfund Brote davon zu backen. Vielleicht belohnte Gott den Pfarrer schon jetzt für die Bußübungen, die er um des Wohls seiner Pfarrkinder auf sich genommen hatte. Die Theologen nennen es mystische Substitution, wenn man Buße tut für die Sünden anderer Leute. Kleinen Mädchen solche Dinge verständlich zu machen, ist sehr schwierig, und sie dazu zu bringen, sie auszuüben, ist vielleicht noch ein größeres Wunder als Weizenkörner und Mehl zu vermehren. Dennoch begannen die Waisenkinder aus freien Stücken, den Pfarrer in seinen Kasteiungen zu unterstützen. Nicht nur standen sie abwechselnd nachts auf, um zu beten, sondern manche gingen sogar so weit, sich mit Brennnesseln durchs Gesicht zu fahren. Ein kleines Mädchen warf seine Lieblingspuppe ins Feuer, um ein wenig Sühne zu leisten für all die Bosheit, die auf Erden herrscht. Ein Wunder indessen erlaubte Gott dem Pfarrer nicht zu vollbringen, das Wunder nämlich, elegante junge Damen heranzubilden. Da ihm nur 2 Lehrerinnen für 60 lärmende Göhren verschiedenen Alters zur Verfügung standen, konnte er ihnen lediglich zu Lesen, Schreiben, Rechnen, Kochen und Nähen verhelfen. Aber keine Nonne vom Heiligsten Herzen paukte jeden Katechismus strenger ein als er, und er selber lehrte ihn eifrig jeden Tag um die Mittagszeit. Die Sünder von Ars dürften nichts dagegen gehabt haben, wenn der Pfarrer für ihre Sünden Buße tat. Aber dann war es ihnen, über die er predigte, doch nicht recht, als die, denen er predigte, zu gehorchen anfingen. Die jungen Männer waren außer sich vor Wut, weil sie meilenweit nach anderen Dörfern trotten mussten, um Mädchen zu finden, mit denen sie tanzen konnten. Und die Wirte zogen lange Gesichter, als der Pfarrer sie nicht länger bezahlen wollte, damit sie ihre Kneipen geschlossen hielten, weil ihre Gäste ganz aus freien Stücken wegblieben. Eines Tages ging eine Gruppe von 7 Männern entschlossen zum Pfarrer und riet ihm, seine Pfarrstelle aufzugeben, wenn er nicht totgeprügelt werden wolle. Als der Pfarrer sich weigerte, sangen sie schmutzige Lieder und veranstalteten die ganze Nacht hindurch ein Pfeifkonzert unter seinem Fenster. Sie schickten ihm Briefe voller Drohungen und Beleidigungen ins Haus. Trotz seines Mutes bekam der Pfarrer es nach und nach mit der Angst zu tun, weshalb die Bittgebete, die er alltäglich in der Dunkelheit des frühen Morgens vor dem Allerheiligsten verrichtete, nicht mehr nur seinen Pfarrkindern galten. O mein Gott, betete er, tu mit mir nach deinem Willen, aber gewähre mir die Gnade, nicht in die Hölle zu kommen. Die Feinde des Pfarrers verzweifelten. Weil sie ihn nicht durch Einschüchterungen aus Ars vertreiben konnten, fingen sie an, dem Bischof anonyme Briefe zu schreiben, in denen Vianney als ein Heuchler hingestellt wurde, dessen übles Leben ein Ärgernis für die Religion sei. Inzwischen war die Gemeinde Ars aber aus der Erzdiözese Lyon ausgeschieden und dem Bistum Belley zugeteilt worden, weshalb der Bischof den Pfarrer und der Pfarrer den Bischof nicht kannte. Deshalb war der Pfarrer überzeugt, als eines Morgens unerwartet der Dächernd von Trevoux eintraf, er sei vom Bischof gesandt worden, um ihn aus Ars zu verjagen. Obwohl der Dächernd, den der Bischof mit der Untersuchung beauftragt hatte, diesem berichtete, die Gerüchte über den Pfarrer von Ars seien nichts als böswillige Lügen, hatte der Pfarrer doch einen furchtbaren Schrecken bekommen. Deshalb tat er gerade das, was seine Feinde sich am liebsten gewünscht hatten. Er bat den Bischof, ihn zu einer anderen Gemeinde zu versetzen. Der Bischof wusste schon Bescheid. Der Pfarrer Vianney war mitnichten ein schlechter, sondern weit eher ein einzigartig heiligmäßiger Priester, und so ernannte er ihn, um ihm sein Vertrauen zu bezeugen, zum Pfarrer von Farrance, einer bedeutend größeren Gemeinde, deren Angehörige übereifrige Jansenisten waren. Als nun aber Vianney erfuhr, seine 9 Pfarrkinder hätten erst vor kurzem ein junges Mädchen an den Mauern der Pfarrkirche gekreuzigt, bezweifelte er seine Fähigkeit, mit solchen Ketzern fertig zu werden. Und er teilte dem Bischof mit, er sei anderen Sinnes geworden und er wolle lieber in Ars bleiben. Vielleicht war das dem Bischof auch lieber, denn 3 Jahre zuvor
soll die Schlossherrin gedroht haben, sie werde den ersten Generalvikar von Lyon eigenhändig erwürgen, wenn er es je wagen sollte, ihren Pfarrer zu versetzen. Für Vianney war es ein Glück, wie sehr die Schlossherrin Anteil an ihm nahm. Die Klatschgeschichten hatten seiner Gesundheit geschadet und Mademoiselle d'Ars, wie sie hieß, gelang es, ihn zu überreden, sich von einem Arzt untersuchen zu lassen. Der Doktor verordnete ihm mit Fett oder Butter zubereitete Suppen, Kalbsbraten, Hühnchen, Rostbiff, Honig und Trauben. Aber nicht einmal die Schlossherrin brachte ihn dazu, nach den Vorschriften des Arztes zu leben. Das Einzige, was er sich von Mademoiselle d'Ars schenken ließ, war ein Päckchen mit Tee. Wie man sieht, hatte der Pfarrer sein eigenes Heilmittel gegen Schmerzen, und viele Jahre später beschrieb er es einem Freunde folgendermaßen: Wenn man mit Liebe im Herzen leidet, wird man bald merken, wie wenig man eigentlich leidet. Wenn man sich aber vor dem Kreuz zu drücken sucht, stolpert und taumelt man unter seiner Last. Bete darum, deine Kreuze lieben zu lernen, dann findest du, wie leicht sie dir sind. Glaube mir, 4 oder 5 Jahre lang wusste ich nur zu gut, was Kreuze bedeuten. Immer wieder wurde ich verleugnet und verschmäht. Oh ja, ich hatte schon meine Kreuze, fast mehr, als ich tragen konnte. Dann begann ich Gott anzuflehen, mich meine Kreuze lieben zu lassen, und da war ich plötzlich glücklich, glücklicher als je zuvor in meinem Leben. Wenn aber der Pfarrer Vianney auch seine Kreuze sehr liebte und keine gebratenen Hähnchen brauchte, um wieder zu Kräften zu kommen, konnte nicht einmal er so ohne weiteres die Lilien zurückschicken, die ihm die Schlossherrin am Feste des heiligen Johannes des Täufers in der Sakristei überreichte. Natürlich roch er nicht daran, aber stellte sie auf sein Fensterbrett. Trotz des Sommerwetters hielten sie sich mehrere Tage lang frisch. War das nicht, wie Monsignore Trocher, der Schilderer seines Lebens, meint, ein Sinnbild, ein Symbol für Jean-Marie Baptiste Vianney's, trotz aller scheußlichen Lügen seiner Feinde, unbefleckt gebliebenen Tugend? Jedenfalls aber waren die Lilien ein Sinnbild der neuen Frömmigkeit, die jetzt in Ars Wurzel zu schlagen begann. Endlich zeigten seine Predigten auch Erfolge und wurden seine tränenreichen Gebete erhört. Die Werkstattmessen waren jetzt gut besucht und an den Sonntagen füllte sich die Kirche bis an die Tür mit den Gläubigen. Die Bruderschaft vom Allerheiligsten Altarsakrament wuchs prächtig und nach nahmen sogar die Männer an der Fronleichnamsprozession teil. Wenn zur Mittagszeit der Angelus über die Felder läutete, ruhte überall die Arbeit und die Köpfe neigten sich zum Gebet. Arbeiter, die in den Wirtshäusern nach ihren Kameraden gesucht hatten, fanden sie auf den Knien in der Kirche. Manche Priester in den Nachbarorten gelangten zu der Ansicht, eine Prise der gleichen Medizin werde ihren eigenen Pfarrkindern nicht schaden, und der Pfarrer wurde gebeten, in Dörfern mit so hübschen Namen wie Saint-Rivière-sur-Monan, Montmerle, Chanons, Yassens und Saint-Bernard seine Missionspredigten zu halten. Am letzten Tag der Mission zu Trevoux sammelte sich eine riesige Menschenmenge vor dem Beichtstuhl an und der Pfarrer von Ars wurde mitsamt dem Beichtstuhl von diesem Andrang beinahe weggeschoben. Das kann nun aber kaum an seiner Nachsicht gelegen haben, denn die hatte er mit niemandem. Selbst der Unterpräfekt hatte nämlich eine gewaltige Strafpredigt über sich ergehen lassen müssen, weil er von Amts wegen Bälle veranstaltete. Als endlich fast der gesamte Klerus der Diözese nach Limasse gekommen war, um den Pfarrer zu hören, hielt der Teufel Zeit für gekommen, sich einzumischen. Man begegnet dem Teufel nicht gerade häufig, nicht wahr? Oder etwa doch? Wenn ja, dann glaube ich bestimmt an das Aussehen, das er beim Pfarrer von Ars hatte. Es sei denn, wir werden gleichfalls heilig und machen auch andere Leute heilig. Für uns, für Menschen wie du und ich, erscheint der Teufel gewöhnlich als der Fernsehapparat, den die Eltern sich nicht leisten können, oder als der doppelte Martini, den nicht zu trinken mein Arzt mir geboten hat. Aber der Teufel wusste ganz genau Bescheid. Es hätte nicht einmal Zweck gehabt, diesem Mann in Gestalt einer Tasse Milch außer der Reihe zu erscheinen, einem frommen Mann, der es sogar vermied, an Blumen zu riechen aus Scheu, dadurch allzu weltlich zu werden. Den Pfarrer von Ars konnte der Teufel nur bezwingen,
wenn er ihn vor Furcht und Schrecken wahnsinnig machte. Das wusste der Teufel. Der Teufel riss plötzlich die Fensterhänge des Pfarrers mitten in der Nacht in Fetzen. Da war auf einmal ein Reißen und Zerren zu hören, und der Pfarrer stand auf. Er war der Meinung, es seien Ratten am Werk, und er rüttelte an den Vorhängen. Sobald er sich aber wieder hingelegt hatte, setzte das Geräusch von neuem ein. Morgens waren die Vorhänge stets unversehrt, aber erst als ein Hämmern gegen die Türen und gellende Schreie im Hofe laut wurden, merkte er, wer hinter ihm her war, der Teufel. Aber nicht einmal dann ließ er in seinen Bußübungen nach. Jede Nacht geißelte er sich mit Ketten und Peitschen bis aufs Blut. Danach streckte er sich auf seiner harten Pritsche aus, legte den Kopf auf seinen Holzklotz und versuchte zu schlafen. Sobald er die Augen schloss, begann der Lärm. Es gab Quietschen, gellende Schreie, Stöhnen und dröhnende Schläge. Stühle und Schränke tanzten über den Fußboden und das ganze Haus erbebte. Dann trat Stille ein und eine eiskalte Hand fuhr dem Pfarrer übers Gesicht. Eine grabe Stimme ächzte: »Vianney, Vianney, du Kartoffelfresser, so bist du also immer noch nicht tot, wie? Mach dir aber nichts vor, am Ende bekomme ich dich doch.« Der Pfarrer wollte tapfer bleiben und schlug das Kreuzzeichen. »Dummer alter Satan«, rief er. »Ha, ha, ha, ha«, lachte der Teufel, und der Lärm begann von neuem. Bären brummten, Hunde winselten, Schweine grunzten, und die Wasserkannen ratteten in der Waschschüssel auf und ab. Fledermäuse flatterten zu Häupten des Pfarrers, Schafe blökten, Bienen summten, und er wurde aus seinem rauen Bett heraus über den halben Fußboden gezerrt. »Schwarze Kröte, Kartoffelfresser«, krächzte der Teufel. Fortan verfolgte er den Pfarrer auch auf seinen Missionsfahrten. Als er einmal in Saint-Rivière-sur-Mignot zu predigen hatte, hörten nachts die anderen im Pfarrhaus schlafenden Geistlichen aus dem Zimmer des Pfarrers wilde Geräusche, als ob Möbel gerückt würden. »Müssen Sie denn nachts unbedingt solchen Krach machen?«, fragten sie ihn am anderen Morgen. »Nicht ich mache den Krach«, sagte der Pfarrer, »den macht der Satan.« Die Geistlichen lachten ihm ins Gesicht. »Nächstens sehen Sie noch Gespenster«, antworteten sie. »Das kommt davon, wenn man nicht genug isst und nicht genug schläft.« Zwei Nächte darauf wurde aus dem Schlafzimmer des Pfarrers Schreie und Kreisch laut. Der Meinung, es sei ein Dieb eingebrochen und drauf und dran, den Pfarrer zu ermorden, stürzte der Ortsgeistliche und die anderen Priester ihm zu Hilfe. Sie fanden ihn friedlich in seinem Bett liegend vor, aber das Bett war durch das halbe Zimmer geschleift worden. »Ich hatte Ihnen doch gesagt, es ist nur der Teufel«, sagte der Pfarrer lächelnd. »Bald werde ich wieder einen großen Fisch im Beichtstuhl fangen. In solchen Fällen macht er mir nämlich immer kurz zuvor seinen Besuch.« Tatsächlich trat am nächsten Abend, als der Pfarrer nach der Predigt die Kanzelstufen herniederstieg, ein berüchtigter Freigeist auf ihn zu und bat ihn, seine Beichte anzuhören. Einmal kam sogar der Teufel selber zur Beichte. Es war in Gestalt einer Frau, Aspue-en-Vallée. »Segne mich, Vater, ich habe nur eine einzige Sünde begangen«, krächzte Satans Stimme durch das Gitter dem Pfarrer entgegen. »Aber diese Sünde habe ich an jeden weitergegeben, der sie zu begehen wünscht. Nun komm schon, heb die Pfote hoch und erteile mir die Absolution. Es wäre nicht das erste Mal, wenn du das tust. Du weißt es vielleicht nicht mal, aber hier bin ich häufig neben dir.« »Quis is?«, fragte der Pfarrer auf Latein. »Magister caput«, antwortete der Teufel. »Das große Rad. Warum bist du so grausam zu mir, du schwarze Kröte? Warum verschwindest du nicht aus dieser Gemeinde, wie du es ständig ankündigst? Andere schwarze Kröten sind längst nicht so unfreundlich wie du. Soll ich dem Bischof schreiben und ihn um die Vollmacht bitten, dich aus dem Körper dieser Frau auszutreiben?«, drohte der Pfarrer. »Wenn du das tust, lasse ich deine Hand zittern, dann kannst du deine Feder nicht mehr halten«, sagte der Teufel. »Mach dir keine Sorge, auf die Dauer kriege ich dich doch. Ich bin darauf und daran, auf der ganzen Linie zu siegen. Bis jetzt bist du noch nicht tot, verstehst du? Sage mir doch mal, warum stehst du eigentlich morgens so früh auf? Weißt du das? Du bist da mit dem alten Purpurunterrock ungehorsam. Und warum gebrauchst du so einfache Ausdrücke, wenn du predigst? Merkst du nicht, wie die Leute dich deshalb für dumm halten?
Warum hältst du keine schönen, blumigen Predigten wie die Pfarrer in den anderen Städten? So viel wir wissen, hat der Teufel den Pfarrer Vianney nur einmal in seinem Beichtstuhl einzuschüchtern versucht. Im Pfarrhaus jedoch gab der Satan sich nicht so schnell geschlagen. 35 Jahre hindurch tanzten fast jede Nacht die Tische und Stühle und die Tiere brüllten, winselten und krähten, während der Pfarrer im Dunkeln wach im Bette lag. 35 Jahre hindurch strich ihm fast jede Nacht eine eisige Hand übers Gesicht und der Teufel quietschte zornig. Vianney, Vianney, du Kartoffelfresser, ich krieg dich doch, das wirst du schon sehen. Stets antwortete der Pfarrer, du dummer alter Satan, ich habe keine Angst mehr vor dir. Zuletzt war er wohl tatsächlich ohne Angst. Ein paar Jahre vor seinem Tode sagte er einmal, inzwischen ist der Satan für mich wie ein alter Kamerad.